Ching ist gerade ziemlich down. Miu, hilf mir! Der Kampf des Bösen! Wahrscheinlich würde mit Pandya anfangen. Wahrscheinlich. Ich könnte für Feuer. Pandyas Psystra hat dagegen keine Chance. Rache! Rache! Das ist die Rache! Aber was für eine Stimme habe ich Ihnen nochmal gegeben? Du besitzt 4 Orden. Fein, wie versprochen werden wir nun einen Kampf, Pokémon-Kampf ausfechten. Chicken, ich bin so glücklich, dass mein eigenes Kind stark genug ist, gegen mich zu kämpfen. Aber Kampf ist Kampf. Ich werde als Arenaleiter alles tun, um diesen Kampf zu gewinnen. Chicken, du solltest ebenfalls dein Bestes geben. Darf ich dich jetzt schon in den Hintern treten? Für das, was du mir antun wirst? Pandya! Schreck zurück. Feuro, räche deinen Bruder. Trommeltanz. Da geht der erste Hypertrank. Wer hat denn den besten Spezialangriff? 40? 43? Aber du hast eine schlechtere Verteidigung. Malu, bitte, frier es ein. Schade. Scheiße, macht das viel Schaden. Ja. Hitaking ist ziemlich overpowered von seinen Dings her, von seinen Werten. Oh ja. Initiative sinkt. Der böseste Kampf aller Zeiten. Und da kommt die Zitrobeere. Selbst ein Volltreffer würde jetzt nichts bringen. Aber leider so an mich denkst. Immer noch eingefroren. Miu!
Malu, wir glauben an dich. Komm schon. Ja. Die Bedrohung ist weg. Malu. Und hier. Spezialverteidigung. Nee. Giftflug. Flutschi. Komm, Flutschi. Flutschi, ich zähle auf dich. Ja, jetzt bin ich gefangen. Im Konfus-Strahl. Eigentlich ziemlich schlau von ihm. Bereits verwirrt. Zugabe, verpiss dich! Das geht ja hier nicht mit dem rechten Ding zu. Los, verwirr dich selbst! Hau dir aufs Maul! Flutschi, mach Volltreffer! Du hast noch einen Trank? Ach je. Ja, wenigstens hat er das, den Trank nicht bei Lethargien benutzt. Ja, zum Glück. Und hau dir aufs Maul! Los, Flutschi, du wirst von Miu angefeuert! Gib dein Bestes! Nur leider hat Mund hier die Miuschen Mächte absorbiert. Ein Volltreffer! Ja, jetzt kommt auf einmal der Volltreffer, Herr Flutschi!
Paradox. Kreisle-Kopie gegen Kreisles Dings. Erbin. Komm, Susuna, das schaffst du. Sei ein Ninja! Mew drückt auch schon ihre Daumen. Moment, Mew, du hast Daumen? Susuna. Das schaffst du. Den Arena-Kampf haben wir gut gemeistert, nur die Trainer davor nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht glauben, Chicken. Ich habe gegen Chicken verloren? Nun, Regeln sind Regeln. Hier, das ist für dich. Und Chicken hat den Balance-Orden von Fati erhalten. Und ich würde mal sagen, dieser Orden geht ganz klar an Malu. Weil Malu hat... Leta King, ne? Wenn das nicht vereist gewesen wäre. Oh Gott, ich will nicht dran denken. Der dritte Orden für Malu, oder? Warte, ich muss mal gerade gucken. Malu. Ja, der dritte Orden. Nur leider haben es drei unserer Pokémon nicht geschafft. Mit diesem Orden erhöht sich deine die Verteidigung all deiner Pokémon. Pokémon, die die Form Surfer erlernt haben, können diese auch zum Reisen über das Wasser einsetzen. Chicken, das ist mein Geschenk für dich. Ich bin sicher, du wirst das gut nutzen. 42. Fassade! Sie verdoppelt die Stärke der Attacke, wenn das Pokémon vergiftet, paralysiert oder verbrannt wurde. Ja, das wäre gut für Harald gewesen, weil durch seine Dings Fähigkeit wird sein Angriff auch verdoppelt, wenn es vergiftet, paralysiert oder verbrannt ist. Nur bei Verbrennen macht das irgendwie keinen Sinn, weil Verbrennen halbiert den Angriff. Also Harald, das wäre mit Fassade eigentlich ganz geil gewesen. So kann eine vermeintliche aussichtslose Situation vielleicht gerettet werden. Als Arenaleiter kann ich gar nicht sagen, wie bestürzt ich bin. Als Vater macht es mich einerseits sehr stolz, andererseits aber auch traurig. Da bist du ja, Chicken. Komm doch bitte mal mit. Ich habe hier was für dich. Norman, du hast doch nichts dagegen. Ich entführe mir Chicken mal eben für ein paar Minuten. Entführen? Dafür kann ich dich anzeigen.